Regio TV Plus ist jetzt auf Jubiläumsbesuch und ihr kennt meinen Jubiläumsgast garantiert. Das ist Evelyn Glanzmann, bekannt und berühmt als Miss Schweiz. Aber warum wir hier sind, Evelyn, 30 Jahre Jubiläum hier mit dem Kosmetikstudio. Wie fest war die Verbindung von Miss Schweiz und nachher in Kosmetik, in das Business hineingehen? Ja, das ist jetzt eine gute Frage, Dani, weil das hat natürlich ganz einen anderen Grund gehabt. Ich bin jetzt nicht als Miss Schweiz ins Kosmetik hinein, sondern ich hatte ein Hautproblem gehabt. Und durch das Hautproblem bin ich nach China gekommen und dort konnte ich eine Ausbildung machen, eine ganzheitliche Ausbildung, wie man ein Hautproblem eben anders angehen kann. Und das hat mich sehr interessiert, habe dann das Hautproblem eigentlich innerhalb von 3 Monaten wegbekommen und habe gefunden, daraus möchte ich jetzt eigentlich etwas machen, weil gelernt habe ich ganz etwas anderes. Und so ist es eigentlich gekommen, das hat eigentlich mit Schönheit in dem Sinn, weil du mit Schweiz ansprichst, gar nichts zu tun gehabt, sondern es hat ganz einen anderen Hintergrund. Dann gehen wir doch vielleicht ein bisschen auf das Ganzheitliche ein, das du besprochen hast. Erzähl mal, wie hat das angefangen? Am Anfang hast du vielleicht 3 oder 4 Töpfchen mit Creme gehabt. Du hast dich aber die ganze Zeit weitergebildet, weil du festgestellt hast, Schönheit kommt aus dem Körper raus. Das heisst, man fühlt sich mal zuallererst im Körper wohl und dort schaffst du. Es hat auch sehr viel mit der Psyche zu tun, oder? So wie du dich, wie du sagst, wohlfühlen oder wie man sich fühlt oder was einem jetzt gerade beschäftigt, welche Sorgen ich gerade mit mir umeinander trage oder was einfach in mir steckt, halt auch an Stress zum Beispiel. Das zeigt sich natürlich auch aussen am Körper oder im Gesicht und das hat mich eigentlich mehr interessiert. Und das ist eigentlich dann das gewesen, was mich auch immer weitergebildet hat. Und auf dem ganzheitlichen Sektor habe ich mich dann stetig eigentlich weitergebildet. Und so ist natürlich dann ein Kunde oder eine Kundin nach der anderen gekommen und man hat sich das weiterverzählt und hat gesagt, du gehst zum Evelyn, sie macht das so und so, sie macht das ein bisschen anders. Und so ist das eigentlich geworden. Wir haben unser Geschäft nicht aufgebaut auf Schönheit oder jetzt, weil ich jetzt in der Schweiz war, sondern es war eigentlich mehr darum, eben durch das ich eine Hautkrankheit hatte und gefunden habe, ich möchte den Leuten helfen, die so etwas haben, weil es ist eigentlich auch nicht so toll, so mit umeinander zu laufen. Und habe dann gefunden, doch, das wäre doch ein Zweig, wo eigentlich, es gibt eigentlich wenige, die das machen. Und habe gefunden, da würde ich mich gerne engagieren für das und möchte mich eigentlich auch für Menschen engagieren. Das war immer in meinem Sinn gewesen. Und so ist es eigentlich gekommen. Das war eigentlich der Grund gewesen. Darf ich jetzt gleich einmal schnell? Es ist unglaublich, wie die Evelyn ihre Feinheit behalten hat. Und wenn ihr irgendein Hautproblem habt oder irgendein Sörgeli, meldet euch bei der Evelyn Glanzmann. Sie wird mit ihrem Team vor euch in ganz vielen gesundheitlichen Bereichen schauen. Und denkt daran, es geht nicht darum, eine Creme aufs Gesicht zu tragen, sondern wirklich ganzheitlich sich wohlfühlen. Evelyn Glanzmann, euer Kosmetikstudio in der Region.